Hallo bei Vasulens TV, eine neue Woche ist angebrochen in Forsaken und es gibt wieder eine neue Aszendentenherausforderung. In diesem Video würde ich euch gerne zeigen, wo ihr diese findet und wie ihr sie abschließt. Ich zeige dies vom Spawnpunkt der träumenden Stadt aus. Ich bin vorher noch an eine Eventstange gegangen, da gibt es ja Munition und füllt sofort eure Super auf. Auf jeden Fall müsst ihr, bevor es losgeht, zuerst immer eine Tinktur einnehmen, um das Portal auch sehen zu können. Für all diejenigen unter euch, welche noch keine Herausforderung abgeschlossen haben, gibt es die Info, dass diese auch wöchentlich wechseln. Die Aufgabe sowie der Ort. Das heißt, damit ihr jede Woche schnell den Ort findet und wisst, was zu tun ist, benenne ich meine Videos mit der kleinen ausschlaggebenden Info aus dem Beutezug, die es jeweils dazu gibt. In diesem Video steht zum Beispiel Sternenlicht dabei, die Herausforderung diese Woche würde dann Aszendentenherausforderung Sternenlicht heißen. Achso, und weil die Herausforderungen wöchentlich wechseln und es jetzt schon die sechste ist, könnt ihr die Beutezüge nicht aufheben und müsst sie in jeder Woche abschließen.
My future needed clarity, so I could see how you react. Doubted all that I could do. Knowing what I need to do. All I can say the word is thank you. I think it's what you need to put away from the shore, amongst the waves. Exactly where I wanna be. I am where I wanna be. Remember the star. Remember the star. When my future needing clarity. Yes, I needed clarity. So I could see how you'd react. Diese Woche auf jeden Fall ist unsere Aufgabe, dem Weg zu folgen und am Ende einen Ritter zu töten. Jack it up.
Wer noch wissen möchte, wie man an eine Tinktur rankommt, ich zeige euch einen Händler für Tinkturen und das auch vom Spawnpunkt aus. So, das waren dann schon alle Infos. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit weiterhelfen. Danke noch fürs Reinschalten und auch ein Dank an meine neuen Abonnenten. Über weitere würde ich mich natürlich freuen. Ich sag ciao und bis zum nächsten Video bei Was Du Redest TV.